Ich bin schon gespannt wie Flitzebogen hier. Gespannt wie Flitzebogen. Monster oder Mensch? Ist laut genug? Ja, ne? Relativ kann ich auch noch ein bisschen lauter machen. Du hast eine Superkraft, dein Ernst? Ost. Ihr verarscht mich doch, oder? Echt? Erzählt sie das jetzt jedem, oder was? Wirken Ryan und ich, als wollten wir dich verarschen? Es ist wirklich wahr. Gut, dann sag mir, was ich gerade fühle. Du fühlst Ungläubigkeit. Du bist ehrlich gesagt genervt. Weil wir es dir bis jetzt verschwiegen haben. Es ist egal, ob es stimmt. Du wirst nicht gern ausgeschlossen. Wow. Okay. Oh, fuck, Mann. Beim Tischfußball. Du wusstest genau, was du tun musst. Ups, jetzt hat sie sie erwischt. Tut mir leid. Du hast es gebraucht. Du hast es gebraucht. Du solltest versuchen, dich an den guten Erinnerungen festzuhalten und nicht in Trauer zu versinken. Ich dachte, das würde helfen. Das hat es. Aber warn mich nächstes Mal. Okay? Deal. Wer hätte gedacht, dass ich mal eine krasse Empathin kennenlerne? Crazy shit. Hm. Habt ihr heute schon Diane gesehen? Nein. Aber sie war gestern hier und saß an ihrem Laptop. Du sagtest, sie spürte Angst, als es um Gabes Tod ging. Wenn sie versucht, Typhon zu decken, gibt es dafür Beweise. Ich hoffe es. Wenn sie heute reinkommt, dann brauchen wir einen Plan. Aber jetzt beende ich erstmal meine Schicht. Sind schon dabei. Dann verdiene ich mir mal mein Geld. Ich sollte das Geschirr in der Bar abräumen. Okay. Chillig. Ich werde so viel verpassen. Ja, ist nicht so schlimm. Ich ist ja auf YouTube. Und wir machen heute nicht so lang, weil ich muss noch arbeiten später. Das heißt, du verpasst nicht so viel. 3 Stunden. Die kannst du chillig nachgucken noch. Wenn du willst. Nicht nur du. Können sie sich mehr Zeit nehmen für die Com offline? Ja, würde ich gerne, wenn ich nicht arbeiten müsste. Und so viel verdienen wir nicht mit Twitch, als dass ich nicht mehr arbeiten müsste. Daher. Lesen. Was steht denn da drauf? Jet, vielen Dank, dass du letzte Woche an meinem Geburtstag gedacht hast. Der Marco Escanda Tequila wäre exzellent. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Dein mit Abstand bester Koch, Francisco. Wer ist denn das? Kennen wir nicht. Hier, Hähne. Ah, Colorado Leitungswasser. Das gute Kraneberger. Wer kennt's nicht? Ist jetzt nicht gerade das Hygienischste. Aber hey, was weiß ich schon. Hallo, Zaimanto. Moin. Es nervt mich immer noch, dass Steph das Spiel gewonnen hat. Das. Lass mal andere Musik auflegen hier. Der geht nicht. Kann man die scannen? Ja. Ich kann nicht joggen gehen. Dann sehen alle, wie ungelenkig und unfit ich bin. Niemals. Das kenne ich nur zu gut. Vielleicht kann ich sie motivieren. Mh, lecker. Hi Daxi, moin, na? Schön, dass du da bist. Wir müssen sie motivieren, aber wie denn? Mit anderer Musik oder was? Oh, guck mal, die Dings ist hier. Die mit der Demenz. Gucken wir mal, was sie denkt. Ich wünschte, Riley hätte nie von meinem Zustand erfahren. Sie muss sich auf ihre Zukunft konzentrieren, nicht auf meine. Riley hat's rausgefunden? Wie denn? Ich frag mich, was das für die beiden bedeutet. Okay, wie hat sie es rausgefunden?
Hey, Eleanor. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke, Liebes. Lieblings-Mylard? Habe ich dir heute schon Hallo gesagt? Ich glaube nicht, ne? Hallo. Das hat mir viel bedeutet. Aber natürlich. Schön, dass ich helfen konnte. Hey, wie läuft es denn so mit Riley? Meistens gut. Sie zerreißt sich förmlich, um mir zu helfen. Dabei sollte sie sich auf ihr Leben konzentrieren. Kann ich irgendwie helfen? Du hast schon so viel getan. Ich danke dir, Alex. Der Bar-Simulator, genau. Du hast mich überlesen. Ja, ich habe mich schon gedacht, ich habe mich überlesen. Die letzten Tage habe ich eine Auszeit gebraucht. Ja, ich weiß. Sonst wäre was zu Bruch gegangen. Ja, ich weiß schon. Ich habe mich schon gedacht, wenn du heute nicht kommst, dann muss ich dir unbedingt heute mal schreiben. Aber ich dachte, ich lasse dich erstmal ein bisschen klarkommen. Hast du das Kleingeld in der Kasse schon gewechselt? Deine Aufgabe. Eindeutig der beste Boss, den ich je hatte. Ich gebe zu, die Messlatte ist nicht gerade hoch. Wieso, um dich zu fragen, wie es dir geht? Natürlich. Die Black Lantern ist jetzt jeden Donnerstag des Monats von 8 bis 11.30 Uhr aufgrund von Stadtratssitzungen geschlossen. Bitte richten Sie alle Fragen und Anliegen an den Stadtratsvorsitzenden Jed Lucan. Dankeschön für Ihr Verständnis. Jawohl. Können wir die denn aufheitern? Hier ist die Frage. Wir sprechen mal mit ihr. Kann ich Sie etwas fragen? Ich habe mich bisher nicht getraut, joggen zu gehen. Sie wirken wie ein Profi. Haben Sie Tipps? Mach dir nicht so viele Gedanken. Huhu. Du musst einfach dranbleiben, ja? Oha. Ich versuch's. 4 Monate Danke. Schon unter der Macht der Zornkönigin. XD kleiner als 3. Das geht allen so. Unter der Macht? Vielen, vielen Dank, Roxy, für 4 Monate. Schön, dass du da bist. Hi. Schlumpfli, guten Morgen. Hast du heute Geburtstag, Schlumpfli? Habe ich das jetzt richtig mitbekommen im Discord? Ja? Bist du ein Geburtstagsschlumpfli heute? Falls ja, muss ich nämlich singen für dich. Sehr gerne. Ja, du bist lieb, Roxy. Dankeschön. Dankeschön für den Support. Frech, frech, frech. Mittag. Ja, genau. Morgen ist nicht. Ohne und ich singen doch. Bitte nicht. Warum nicht? Nein. XD. Ja, wir brauchen ja erstmal Antwort, ob das überhaupt so ist. Das ist ein Gerücht. Ja, habe ich. Na, siehst du mal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, meine liebe Schlumpfli. Happy Birthday to you. Ich sollte aufräumen, bevor meine Schicht vorbei ist. Sie tut's, Hilfe. Ihr Gemeinen. Where are you, girl from Rome? Komm, die sind schlechter wie ich. Hab ich dieses Lied geliebt. Früher haben sie das hier ständig gespielt. Weird. Ich hab's noch nie gehört. Vielleicht weiß Jet, wo es ist. Hey, wo bewahren wir ungenutzte Jukebox-CDs auf? Gar nicht. Was wir haben, ist in der Jukebox. Cool. Weiß ich Bescheid. Aha, müsst ihr ein anderes Lied spielen. Vielen lieben Dank. Ja, na klar. Na klar. Finde ich total süß, dass du an deinem Geburtstag hier vorbeikommst und meine Sachen anschaust, was ich mache. Voll süß von dir. Ist halt die Frage, was soll das denn für ein Lied sein? Müssen wir jetzt jedes Mal eins ausprobieren und dann jedes Mal zu ihr hingehen, oder wie? Mal hören. Where are you? From Rome. Flauschig, du bist so flauschig, ja echt. Girl from Rome. Where are you, girl from Rome? Lass mal gucken, vielleicht können wir irgendwas von den 3 Sheets to the Wind, Alabasta Daydreams, Blame the Monkey Brain, Check Rice, Mind the Damn Porridge, G-Line Transfer, Give Me a Hand and Kick Your Own Ass, wohl eher nicht. Go Dotty Go, Heartstrings, vielleicht. Hero vs. 1000 Rhymes.
Kissop and Shot Me. Mildred Cross and the Watermelon Floss Brigade. Miss Beatrix and I. Ordinary Panoramica. St. John. Shit gets real. Should have been me yesterday. Words and hands. Maybe it's all I know. Rocky Mountain State of Mind. Open up a bottle of whatever. Whiskey. Bound to be a rebel. Ja, aber woher sollen wir wissen, welches das ist? Da müssen wir ja alle anhören, bis der Refrain kommt. Ist ja voll doof. Müssen wir von vorne anfangen. Ja, Flauschi wollte dir einfach keine Shisha machen. Hallo Flauschi, huhu. Na, du Teufel. Das wird's ja nicht sein. Das hatten wir eben laufen lassen. Und der geht ja nicht, weil... So krass. Keine CD drin. Kein Kommentar! Das? Ist doch gerade so angehört. Na, 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 like the girl from Rome. From Rome. Okay, das ist es nicht. Vielleicht muss der weg, verpasst voll viel vom Spiel. Ja, das stimmt. Da bin ich immer lieb. Du bist immer lieb, nee, du bist der Teufel. Bescheiden, ja, Daxi. Das ist auch nicht, das hilft nicht. Ich hatte jetzt gedacht, wir können irgendwie über den Ton oder sowas rausfinden, also über den Namen, aber ist nicht. Vielleicht ist das die leere. Ich guck gerade mal nach. Vielleicht ist es diese leere CD, weil da steht ja eine Songtitel fehlt, ne? Warte mal, wo ist denn die? Nicht, dass man die irgendwie finden muss oder so. Irgendwie eine war doch dabei, wo der Songtitel fehlt. Bevor wir jetzt eine Stunde brauchen, um alle durchzuhören. Ja, seht ihr mal. Einer ist nämlich missing. Genau, das geht nämlich um die verloren ist. Müsst ihr mal suchen. Also durchhören bringt nichts, sondern das Ding ist irgendwo versteckt anscheinend. Weil es ist nämlich die fehlende CD. Maja, huhu, na? Müsst ihr auch gucken. Wartet, was ich zum Mittagessen habe. Was denn? Lasagne. Bestimmt Lasagne. Ich kann man nicht Dings, oder was? Wie läuft's? Wir haben ein paar Ideen, die dich garantiert umhauen.
Tja. Salat! Was? Salat? Die dich umhauen. What the fuck, Salat? Klingt gut. Hey, kennt ihr vielleicht ein Lied, das so geht? Where are you, girl from Rome? Wie krass, ein Klassiker. Alabaster Daydreams. Mein Dad hat dieses Lied geliebt. Und Gabe hat es dauernd gespielt, um ihn zu ärgern. Aha. Das ging so weit, dass er es gar nicht mehr hören konnte. Was ist damit passiert? Jet hat's irgendwann aus der Jukebox geholt und eingelagert. Frag ihn mal. Mega, danke. Okay, also doch nochmal nachfragen. Hey Boss, sagen dir die Worte Alabaster Daydreams irgendwas? Oh Mann, wie der Bruder, so die Schwester. Gut, es ist wohl genug Zeit vergangen. Sie liegt hinter der Theke. Danke. Okay, hinter der Theke. Da kommt Rudi Jimmy. Hallo, meine Liebe. Na, wo kommst du her? Was hast du Schönes gespielt? Hast Final Fantasy gemacht oder was? Ah, Just Chatting kommst du her. Okay, nice. Hi, dankeschön. Dankeschön für deinen Host. Dankeschön für deinen Raid. Valhalla, hallo. Willkommen, Raiders. Hallo, Rudi Jimmy. Was geht? Ist am Anfang vom Spiel. Kapitel 3 sind wir. Kapitel 3 aktuell. Also, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, wir haben gerade mit Kapitel 3 angefangen. Guten Morgen, Lady. Moin, moin, moin. Hallo. Und Valhalla, dankeschön für dein Follow. Und hallo, Soßentom. Was geht? Na, dann isst man lecker Wurstsalat. Genau, Wurstsalat würde gehen. Salat würde nicht gehen. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich bin Zornkönigin, falls ihr mich noch nicht kennt. Normalerweise spielen wir World of Warcraft bzw. sämtliche MMORPGs, die wir so in die Finger kriegen können. Heute ist ein bisschen Storytime. Wir spielen das neue Life is Strange True Colors. Das ist gerade erst released worden. Am Wochenende nämlich. Und wie gesagt, wir sind aktuell bei Kapitel 3. Also falls ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, dann wünsche ich euch einen super schönen Tag. Falls ihr Bock habt, bleibt gern da und schaut ein bisschen zu. Ist es gut? Ja, ist ziemlich gut. Also mir gefällt es sehr gut tatsächlich. Wirklich sehr gut. Ist eher wie so ein interaktiver Film oder sowas. Ah, guck mal, hier ist das Ding doch. Sorry, Jet. Das Volk hat entschieden. Hallo, Thompson. Und dankeschön, Layala. Hallo, dankeschön. Jimmy muss sich sehr lieb haben. Ich bin hier schon wieder hier gelandet. Ted, hallo. Sehr cool. Ja, ich glaube, wir mögen uns gern. Ja. Ich denke, wir mögen uns gern. Lauschi ist schuld. Sie ist das Essen von unserem Essen weg. Wegen dem Salat? Ja, echt mal. Okay. Hören wir uns das berüchtigte Lied mal an. Wo ist es denn? Alabaster Daydreams. Los geht's. Das war irgendwo vorne, oder? Hier. So, jetzt freut sie sich bestimmt voll. Sollen wir nochmal gucken gehen, was sie denkt? Das ist es. Alabaster Daydreams. Das kann doch nicht... Na, aber gerne doch. Sie freut sich. Ich wünschte, Riley hätte nie von meinem Zustand erfahren. Sie muss sich auf ihre Zukunft konzentrieren, nicht auf meine. Ach, leck mich, Ryan Lucan. Genieß deinen Titel, solange du ihn noch hast. Scheiße. Ryan hat eine Rivalin. Das Frühlingsfest naht. Es naht, sage ich. Ich kannte dich bisher nur von Giveaways, aber dass ich jetzt durch Holy Ginny kennenlernen durfte, lasse ich mein Follow jetzt mal permanent bei dir. Ey, gerne, Thompson. Herzlich willkommen. Und hi, Italian Stalker. Ich habe ich heute voll überlesen, sorry. Und Germanos, dankeschön für dein Follow ebenfalls. Ja, so ist das. Ach, ihr seid ja süß. Den kann man nicht scannen. Okay. Und nun fahre ich zur Arbeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich dir auch. Danke für den tollen Host hier, ja.
Du bist ja lieb, hör mal. Hey. Hallo. Ich bin gleich bei dir. Bitte nicht weinen. Bisher noch nicht, nee. Mal gucken. Mal gucken. Ich schau mal lieber nach Steph und Ryan. Okay, sie ist hier. Was ist der Plan? Wir haben sogar zwei Pläne. Aber wir müssen sie noch ausarbeiten. Was genau soll ausarbeiten in dem Fall bedeuten? Das bedeutet, dass Ryan nicht zugeben will, dass mein Plan perfekt ist. Okay, hier kommt meine Idee. Ich frage Diane einfach nach einem Date. Halt was? Und sie fährt so drauf ab, dass sie nicht bemerkt, wie Ryan Lucan ihren Laptop klaut. Ryan nimmt besagten Laptop mit nach oben und besorgt uns belastende Beweise. Und vielleicht schleppe ich Diane wirklich ab. Wir werden sehen. Das ist dein Plan? Oh Gott, bitte sag mir, dein Plan ist besser. Ja, besser. Beziehungsweise ist es derselbe Plan. Nur bin ich die Ablenkung. Weißt du, Steph, ich glaube nicht, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, sie steht mehr auf den Naturburschen. So wie alle, die hier hinziehen. Den Naturburschen? Diese Ideen sind Mist. Arbeiten wir sie weiter aus. Ja, ich weiß auch nicht. Also richtig überzeugend war die Sache jetzt nicht, ne? Würde ich mal sagen. Gibt es einen Streamer-Modus oder ist die Musik da kein Problem? Warte, zeige ich dir. Moment. In dem Fall vielen Dank, Flauschi. Moment kurz. Pass auf. Guck hier, das sieht dann so aus. Kannst du ausmachen. Aber dann musst du selber singen. Wenn du dich traust, gib alles. Guck gerne. Nein, ich schäme mich nicht. Diese Ideen sind Mist. Arbeiten wir sie weiter aus. Diese Ideen sind Mist. Es ist echt erschreckend, dass das eure besten Ideen Hallo, sind. Hallo, Mike. Was? Der Plan ist todsicher. Es sind nur zwei Schritte. Du wählst einfach nur, wer sie ablenkt. Auf gar keinen Fall. Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Ha. Jetzt gucken sie uns beide so an. Wetten, jetzt müsst ihr entscheiden. Ihr seid dran, ihr müsst das entscheiden. Ich muss das entscheiden, ihr müsst das entscheiden. Welche Idee nehmen wir? Rechts oder links? Moin, war Bärbelstein. Naturbursche gleich unrasiert. Ja, ich glaube schon. Super schade. Ja, super schade. Okay, ihr habt gewählt Steph. Okay, dann nehmen wir Steph. Probieren wir es mit Steph. Krasse DJin. Ich bin überzeugt. Sorry, Ryan. Fuck, ja. Da hast du's. Ja, das ist fair. Okay. Danke für eure Mühen, aber wir wissen nicht einmal, ob sie irgendetwas Hilfreiches weiß. Bis später, Teufelchen. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Vielleicht kann ich sie aus der Reserve locken, ihre Gefühle lesen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich eine Ablenkung brauche. Viel Glück. Mhm. Das Übliche. Right. Vielen Dank, Alex. Wie kann ich sie am besten aus der Reserve locken? Guten Hunger, Ginny, guten Hunger. Hilf mir, Gabe zuliebe. Ich weiß, du bist verantwortlich. Hilf mir, Gabe zuliebe. Wir machen einen auf Tränendrüse. Du weißt, ich will bloß Gerechtigkeit für meinen Bruder. Bitte. Hilf mir. Alex, ich kann dir versichern, dass Typhon für eine vollständige und offene Ermittlung sorgen wird. Wohl eher nicht. Wir wollen die Verantwortlichen finden und sie zur Rechenschaft ziehen, genau wie du. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Sie hat ein echt gutes Pokerface. Nicht so wie Mac. Sehen wir mal, was sie wirklich fühlt. Scannen wir sie.
versuche sie erstmal zu lesen. Ja, tun wir auch. Armer Gabe. Niemand verdient es, so zu sterben. Sie ist traurig. Wenn ich sie weiter an Gabes Tod denken lasse, finde ich vielleicht mehr heraus. Mhm. Diane macht einen sehr gefassten Eindruck. Aber innerlich ist sie genauso aufgewühlt wie wir alle. Oh, so ein niedliches Foto. Meine Nichte und mein Neffe. Sie sind bezaubernd. Ein schönes Kreuz. Oh, danke. Ich kann nicht arbeiten. Brauchst du vielleicht noch ein paar mehr Servietten? Ja. Alles gut, danke. Was soll das denn für eine dumme Frage sein? Brauchst du ein paar mehr Servietten? Lol. William Bloom. Mundraub, ja. Gabe hat ihn geliebt. Er hat bestimmt ein ganzes Jahr damit verbracht, sich seine Musik anzuhören. Echt? Er hatte einen guten Geschmack. Dass wir nie darüber gesprochen haben. Ich wette, du und Gabe habt öfter ordentlich gebechert. Er war ein toller Barkeeper. Er machte die langen Arbeitstage erträglicher. Ich kann so nicht spielen, ey. Shenji macht die Katze irgendwas. Was denn? Ich muss Diane provozieren. Typhon setzt sehr auf ansässige Arbeiter. Wir wachsen stetig. Bist du später auch beim Lab dabei? Das ist alles nicht leicht für Ethan. Wir versuchen, ihn aufzuheitern. Ich kann nicht. Aber viel Spaß. Ich bin sicher, er weiß es zu schätzen. Okay. Ich muss mich jetzt für etwas entscheiden, das Dianes Emotionen auf die Spitze treibt. Wir haben was gefunden. Diane, ich weiß, du bist kein schlechter Mensch. Aber mein Bruder ist tot wegen Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Ich frage mich, wie es dir damit geht. Das wüsste ich echt gern. Alex, ich... Wir... Typhon wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Situation zu bewältigen. Das ist die Wahrheit. Okay? Okay, wir haben sie. Und hi, Valentin, da hi. Ist die Emotion, nach der ich gesucht habe. Zeit, Dianes Schuld wegen Gabe zu erforschen. Katze ist übrigens immer noch da. Katze. Meine Kollegen haben Telefonkonferenz mit Freisprechen. Ich soll hier programmieren. Oh, wei. Zeit herauszufinden, was Diane wirklich verheimlicht. Hm. Hallo? Miss Jacobs? Oh, wir können auch Handys scannen. Pike, es tut mir leid, aber wir sind gerade sehr beschäftigt. Es gab einen Unfall. Gronk! Was für eine Art Unfall. Er kam hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Genau wie ich. Er ist weg. Ich bin noch hier. Moment. Da ist noch was anderes. Was ist das? USB-Stick? Oh Mann, seid ihr bereit? Es wird wahrscheinlich schlimm. Ach, es wird bestimmt schlimm. Ich kann nicht ungeschehen machen, was Typhon getan hat. Oder meine Rolle darin. Aber immerhin habe ich alles, was ich brauche, um mich vor ihnen zu schützen. War ja... Oh, shit. Sie hat bestimmt Beweise auf dem USB-Stick. Ach, sieht aus, als brauche ich doch eine Ablenkung.
Du bist aber schlimm heute. Ich habe gar keine Waffe mehr. Liebst du mich trotzdem? Hey, Diane. Oh, hey Steph. Wie geht's? Also, wie sieht's bei dir aus? Was meinst du? Bist du Single? Mehr oder weniger Single? Vergeben, aber trotzdem offen für wildes Geknutsche? Okay, das nenne ich mal Ablenkung. Nicht gerechnet. Waffelkatze, ja, genau. Die Waffeln. Werde ich rot? Ich habe das Gefühl, ich werde rot. Nein, was bist du für ein Liebling? Oi. Ja, deine Wangen blühen total. Ach, super, steht mir bestimmt toll. Ich bin geschmeichelt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Voll angebaggert. Hey, kein Ding. Das war gut. Denk drüber nach. Wir haben das Ding reingesnackt. Sag mir Bescheid. Bin hier. Bis dann. Wir können nicht weiterspielen. Wir müssen die Katze knuddeln, Leute. Es geht nicht. Wir können so nicht spielen. Er hat sich jetzt hier komplett an mich dran gepresst. Komplett. Kann man das sehen? Was bist du denn für ein Liebling? Wir machen einen neuen Streamtitel, Streichelzoo. Oh mein Gott, das war... Oh, Katzin. Ist ja krass. Was ist denn? Mein Herz rast. Steph, ich glaube, du hast da gerade wirklich ein Feuer in Diane entfacht. Das wäre nicht das erste Mal. Ich weiß, ich lache, aber ich hatte vorhin wirklich Angst. Ich hoffe, es war das Risiko wert. Jetzt bin ich mal gespannt. Passwort geschützt. Natürlich Passwort geschützt. Wer hätte das gedacht? Ich bringe ihn zu Riley. Vielleicht kann sie helfen. Sie kennt sich mit Technik aus. In der Zwischenzeit müssen wir ein Lab veranstalten. Oh, wir müssen uns jetzt wieder umziehen wahrscheinlich. Schnapp dir deinen Hut, wir sehen uns im Park. Und denk an deine Gitarre, okay? Ja. Mütze behalten? Fragezeichen? Welche Mütze? Gitarre? Echt? Natürlich Gitarre. Haben wir wieder keinen Ton, aber ja. Eine Frage. Wenn das Lab vorbei ist, kann ich die Mütze behalten? Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie du dich schlägst. Alter, Challenge accepted. Ich glaube, die baggert uns schon wieder an, oder? Und? Ist das Teil fertig? Ja, gerade so. War die ganze Nacht wach. So viel habe ich seit Jahren nicht geschnitzt. Okay, ich brauche meine Gitarre und die Mütze, die Steph mir gegeben hat. Okay, ich kann mich gar nicht erinnern an irgendeine Mütze, ehrlich gesagt. Gitarre? Okay, ich muss mir meine Mütze schnappen. Musikkram. Gibt eh keinen Ton ab, wahrscheinlich. Der DMCA. 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 Seht ihr, wir hören nämlich gar nichts. Do not hear. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte.
Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Ist halt schade, dass wir das Lied nicht hören können. Talion Striker, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Bis morgen, hör mal. Ja, können wir jetzt da rausgehen, weil wir hören ja eh nichts. Da. Das ist halt schade. Schokolade. Schade, schade. Ich weiß, es ist Ethans Spiel, aber ich bin Stufe 73 und werde ganz bestimmt nicht aufhören. Könnten wir sein. Hallo, McAllen, hi. Da ist sie. Da ist die Mütze. Wir wollen aber die anderen Sachen auch erstmal anschauen. Halb Person, halb Kipplaster. Ich verstehe dich. Oh, hi. Wo passt du wohl hinein? Ja, ich muss nicht wissen, wofür die war. Noch eine von Gabes versteckten Dosen. Mann, Steph weiß, wie man mit wenig Geld ein Lab veranstaltet. Oh, scheiße. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Mhm, Feder suchen? Das oh, was Gabe ist das? Bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Okay. Tasche. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Schlüssel. Ein Streichholz übrig. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Man weiß nie, wann man ein Streichholz braucht. Ich gebe noch nicht auf Gabe. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Halt, stopp. Wir haben noch nicht alles gesehen, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Wir gehen nochmal rein, wenn es geht. Ja, geht. Oh. Du bist heiß, beeil dich und beende deine Schicht. Mit Liebe, Charlotte. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache, aber ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun. Das war von Steph zwar nur als Joke gedacht, aber irgendwie mag ich es. Ducky meinte, damit würde ich mich wie zu Hause fühlen. Bin mal gespannt. Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. Erstmal was anderes anziehen hier. So. Sieht schon besser aus. Überlass es mir, Gabes Fahrrad bei der ersten Fahrt zu schrotten. Wenigstens hatte Ryan was zu lachen. Da ist die Feder. Ich hab sie. Ich hab sie gefunden. Das Outfit hätte ich auch gern. Sieht gut aus, ne? Finde ich auch cool. Ich könnte, würde gerne Gitarre spielen können. Das wäre nice. Alex D. Baden. Zu Ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Ist
Ethan ist nicht interessiert. Okay, wir müssen zu Ethan. Wir müssen irgendwie mit Ethan reden gehen. Er will nicht das Lab nicht machen. Vielleicht ohne das Barett, aber es sieht doch gerade cool aus. Ich glaube, das würde mir gut stehen. Dir auf jeden Fall auch. Wahrscheinlich. Oh, Cutscene. Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Gabe hat sich so auf das Lab mit dir gefreut. Ich wette, er würde wollen, dass du mitmachst. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Oh je, was hat er denn? Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Naja, dann tu halt nicht so. Sei du selbst. Oder du selbst mit Schaumstoffschwert und komischem Helm. Aber was, wenn es mir trotzdem, naja, keinen Spaß macht? Dann lass es. Ist auch okay. Niemand wird enttäuscht von dir sein, weil du du bist. Okay. Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Fëanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Ich habe Ogerhoden gelesen. Ogerhoden, nicht Horden. Walter Kraken oder Ogerhorden? Wir nehmen die Ogerhoden. Los geht's. Eine Horde von Ogern, gefährlich und groß. Eine Horde von Ogern, gefährlich und groß. Meine Güte. Ihr müsst also die Bardin Alexandra sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Ja, die sind wir. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können.
Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen. Dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Ja. Gut. Dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Richtig gut, ey. Das ist echt irgendwie aufregend. Das ist echt irgendwie aufregend. Hallo, Taiba. Hallo, schön, dass du da bist. Kann ich jetzt mit ihm auch reden direkt? Oder kann ich ihn scannen? Ja. Alex hat das echt toll gemacht. Gabe wäre stolz gewesen. Danke, Jet. Bitte, findet die drei Juwelen. Die Zeit ist knapp. Stimmt. Sorry. Wo ist das Kind denn jetzt hin? Verschwindibus hat das gemacht. Wo sollen wir nur danach suchen? Ich denke, das wissen wir nicht. Es ist ein echtes Abenteuer. Oh. Charakterbogen. Ach, das ist ja cool. Guck mal. Es gibt eine richtige Beschreibung. Dein Charakter. Lesen. Alexandra, Halbelf, Barde, Stufe 1, Trefferpunkte 10. Verstimmter Akkord, ein Schaden. Ah ja, das ist unser Angriffszauber. Magie, heilende Serenade, plus ein Gesundheit für dich und deine Verbündeten. Ergreifende Hymne verdoppelt Tyrannos nächsten Angriff. Seit der erschaffenden, wartet mal, ich muss das mal groß machen, das kann ich schlecht lesen. Seit der erschütternden Attacke auf das Songwari Amphitheater ist Alexandra die Bardin eine treue Gefährtin von Taenor, dem Monsterjäger. Sie zwei haben viele Prüfungen bestanden und folgten vor kurzem den Ruf nach Helden in der Stadt Stoneborn. Richtig cool gemacht, ey. Taenor, Mensch, Krieger, Stufe 1, Trefferpunkte 10. Stich, 2 Schaden. Flammenklinge, 1 Schaden. Ein Feuerschaden über die nächsten 2 Runden. Schild des Mutes beschützt Taenor vom nächsten Angriff. Taenor, der Monsterjäger, ist der größte Held der Natterhalbinsel. Selbst das kleinste Kind weiß, dass er einmal mit bloßen Händen einen Talbär besiegte und einen Speer in die Brust eines fliegenden Gespensts schleuderte. Dank Taenors unweigerlicher Stärke wurden ganze Städte von der Geißel der Dunkelheit befreit. Okay, das ist eine Karte hier, oder was? The King's Road. Cool, wie das gemalt ist mit der Kutsche und so. Mega nice. The Capital City of Coins. Gullweathers Taverne. Die Magie, das Magie-Emporium. Voll gut gemacht. Da ist sogar eine Echse im Wasser. His Majesty Summer Castle. Cool. Einfach cool. Das ist doch geil, Leute. Demon Slayer, hallo. Ist ja wohl nice. Ich hatte schon gehofft, dass sie das spielen können. Dieses Lab, was sie die ganze Zeit vorhatten. Aber ich dachte, dann hat sich das vielleicht erledigt, weil er ja gestorben war. Aber ist cool, dass wir es jetzt doch machen können. Was glaubst du, wofür die Juwelen sind? Magisches Ritual? Vielleicht eine Art magisches Ritual, das Königreich beschützt. Kennt sich König Tabor mit Magie aus? Wir werden es wohl herausfinden. Ich habe auch Bock auf sowas. Will das auch machen. Müssen wir die jetzt suchen hier, die Juwelen, oder? Einfach irgendwo? Ach, geh weg. Fühlt sich so eine echte Quest an? Die Juwelen könnten überall sein. Ja, echt mal. Fühl mich auch ganz lost gerade. Who knows? Fantasy-Karte bezieht sich auf Heaven. Ja, mit Sicherheit. Kommen wir hier auch irgendwo raus? Oder müssen wir das im Park suchen? Ah, hier. Warte mal, was ist da? Münze. Was hast du gefunden? Eine Goldmünze. Glaubst du, es gibt mehr davon? Ich weiß nicht. Sehen wir uns weiter um. Wir müssen bestimmt rauslaufen. Cutscene?
Angriff! Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ey, echt jetzt? So wie Final Fantasy, oder was? Das ist ja geil! Alex, Eve sind Gegenstand. Alex! Magie! Ergreifende Hymne! Ergreifende Hymne! Verdoppelt Thanos nächsten Angriff! Cool! Schild des Mutes! Zwei Schaden! Mega! Flammklinge! Cool gemacht! Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen! So, sie kann jetzt einmal heilen. Magie? Heilende Serenade. Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Genau. Beschützt durch das Schild des Mutes! Mega! Ich brenne immer noch! Zwei Schaden! Besiegt! Beute! Oh, hat eine Münze fallen lassen. Mega nice. Oh, cool. Ich habe einen magischen Angriff. Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thanor. New Skill acquired. Class Warrior. Skill Fire Blast. Fire Blast. Type Magic. Effect 3 damage to enemies plus 1 damage to all allies. May be used once per battle only. Okay, darfst nur einmal im Battle benutzen. Check. Komm, wir gehen weiter. Wie der jetzt einfach der Tod auf der Erde was bleibt, lol. Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Sorry, Ryan. Es war Selbstverteidigung. Sollen wir ihn ein bisschen ärgern? Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf. Bleib ernst. Okay, Ethan findet das nicht lustig. Der möchte, dass wir mittendrin bleiben in dem ganzen Ding. Schön drin bleiben. Nicht aus der Rolle tanzen, ja. Toss a coin. Ja, echt. Toss a coin to your Witcher. Oh, then you have plenty. Plus ausweichen. Du und deine Verbündeten weichen dem nächsten Angriff auf. Kann nur einmal eingesetzt werden. Was ist das? Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool. Mega gut. Lass uns so viele wie möglich finden. Shooterboy, hallo. Und Christian, hallo ebenfalls. Kommt man hier hoch? Nee, ne? Ist ja außenrum wahrscheinlich. Wie süß der aussieht mit seinem Hut. Hier kommen wir nicht weiter. Ach, das Spiel ist einfach nur gut, echt. Einfach nur gut. Schriftrolle. Hallo? Nehmen. Du und deine Verbündeten erhalten einen Extrazug. Kann nur einmal eingesetzt werden. Eine Schriftrolle? Ja. Oh, da steht jemand. Warte, wir gehen erstmal hier rum. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden können, bevor wir den ansprechen. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des Labs. Ah, da steht jemand. Nicht, dass es... Meine Warnung, ihr Reisenden voller Kraft. Denn in dieser Taverne ist es grauenhaft. Ein Rätsel.
Ich kenne diesen Typen. Er ist einer von Steffs Mitarbeitern. Können wir schummeln? Nee, können wir nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Ja. Damit wären wir schon zu zweit. Das ist echt eine gute Idee. Hallo Video, hi. Hey, wie lautet das Rätsel? Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Hm? Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Nochmal wie? Können wir das Rätsel bitte nochmal hören? Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Können wir das Rätsel bitte nochmal hören? Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. 3 tote Helden. Blau, violett und rot. Violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Sorry, wir müssen zurück zu unserer Quest. Aber man kann das auch gar nicht beantworten. Man kann es ja nur erneut fragen und Ansehen machen, aber beantworten kann man es nicht. Also, dass man jetzt einfach mal wüsste, wie die Auswahlmöglichkeiten sind. Aber sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des Lab. Hey, was läuft denn hier? Zu beschäftigt zum Reden. Tut mir leid. Hau sie um! Was? Wie hau sie um? Gott sei Dank, Ethan ist wieder ganz der Alte. Was für ein toller Junge. Ethan liegt wirklich vielen Leuten am Herzen. Er hat ja gesagt, ihr müsst Hinweise finden. Ja, aber ich wollte nur gucken, wie die Auswahlmöglichkeiten sind. Dann haben wir ein bisschen leichter. So war der Plan. Entschuldige. Hey Junge, bist du für das Massaker in der Black Lantern verantwortlich? Was? Wow. Es gab ein Massaker? Das solltest du dir ansehen. Du und deine Verbündeten erhalten einen Extrazug. Kann nur einmal eingesetzt werden. Hab eine weitere Schriftrolle. Cool. Nein. Könnte da etwas in der Gasse sein? Das ist öde. Was ist hier los? Sie sind hier. Wehe mir, wehe mir. Seht. Mein Geliebter wurde vom Flussmonster da drüben erschlagen. Wo? Durch die Gasse. Dort. Beim Fluss. Sie ist aber sehr unvorbereitet. Oh je, oh je. Psst, jetzt Leiche, sei still. Wirklich, quatsch da einfach. Wow, das hörte sich echt traurig an. Toter Typ redet. Lol. Ja, ehrlich? Können wir die scannen? Nee, können wir nicht. Du würdest mir bestimmt fehlen. Wenn dich ein Monster frisst. Na, das war aber nicht sehr überzeugend. Toll. Oh, Cutscene. Wir müssen noch zurück in die Bar. Oh, da war ein Drache. Eine Art Schlange? Ein Monster. Sieht so aus. Müssen wir sie bekämpfen? Na, warum denn nicht? Ich meine, sie ist schon ganz süß, oder? Was laberst du da? Da geht was. Da geht was. Sie wird angreifen. Was sollen wir jetzt tun? Erschrecken, kämpfen, beruhigen. Erschrecken. Hey. Hau ab. Naja, ein Versuch war's wert.
Okay, los geht's. Go, go, Power Rangers. Hallo, Captain. Da geht nichts. Doch. Zwei Schaden. Liegt es nicht daran, dass du beim Kickern gesagt hast, du interessierst dich für beide Geschlechter? Nee, beim Kickern habe ich gesagt, ich stehe auf Frauen. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Ah! Zwei Schaden. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Flammklinge! Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen! Bocke, Gift! Ah, ich bin vergiftet! Richtig witzig. Ich brenne immer noch! Ah, Giftschaden. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Schild des Mutes. Ah. Zwei Schaden. Ah, ich brenne immer noch. Man sieht leider gar nicht, wie viel Leben der noch hat, ne? Das ist ein bisschen blöd. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Wir müssen uns selber wieder hier heilen. Beschützt durch das Schild des Mutes. Ah, Giftschaden. Sterben, wir haben sechs Gesundheit nur noch. Ich bin schon ganz nervös. Rolle der Gewandtheit, Rolle des Vorteils. Feuerwelle. Feuerwelle. Drei Schaden für dich, ein für sie. Sorry. Das Sorry. War's wert. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Hallo Bronco. Ah. Zwei Schaden. Ah. Giftschaden. Was ist denn ergreifende Hymne? Machen wir das mal. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Ach ja, stimmt. Vergessen. So, Angriff. Stich. Vier Schaden müsstest du machen. Vier Schaden. Stirbt er jetzt mal? Na endlich. Hat ja ewig gedauert. Jo, ich bin auch für Steffen. Nee, wir stehen voll auf den Blonden. So ein Ken-Typ ist das. Ken-Typ kann alles. Oh, da liegt schon wieder so ein Münzending. Ja, Beute. Okay. Lassen wir mal ein paar Ohren bluten. Also manchmal ist das echt schwer abzuschätzen, ob da jetzt eine Cutscene kommt oder nicht. Ich bin nur die Kamera an und aus machen gerade. Klasse Barde. Furchtbare Dissonanz. Art des Angriffs. Drei Schaden. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Okay. Warte. Doch, Katzin. Was ist das? Sieht aus wie eine Drachenschuppe oder sowas. Vielleicht hat sie magische Kräfte. Wir sollten sie behalten. Ja! Das ist wahrscheinlich der erste Edelstein, oder nicht? Bist du traurig, dass wir die Schlange töten mussten? Nee, ist okay. Huch, ich habe den falschen Knopf gedrückt, sorry. So. Ist noch Schriftrolle.
You and Alice will dodge the next attack. Okay. Man. Wir sind Meisterschriftrollensammler. Yep. Wirklich? Wir haben echt viele Schriftrollen. Hier kommt man auch nicht mehr weiter. Vielleicht sollten wir mal zurückgehen, mal zu dem, zu der Taverne gehen, zu der Bar. Oder warte mal, wo geht's hier hin? Notenblatt. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Lähmung, Gegner kann sich eine Runde lang nicht bewegen, kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Cool, wir kriegen ganz viele Zauber. Werden wahrscheinlich ganz schön schwer jetzt werden. Der noch tot da? Oh, der liegt noch okay. Tot da. Wir haben die Flussschlange besiegt. Hab Dank, Abend. Oh, jetzt haben wir die unterbrochen, schade. Hab Dank, Abenteurer. Mehr hat sie nicht gesagt, wahrscheinlich. Hoffentlich. Dein Ernst? Wenn Monsterhorden angreifen, sind Apotheken doch am wichtigsten. Aufgrund einer bedauernswerten Anzahl an Monstern ist die Apotheke bis auf Weiteres geschlossen. Oh. Bist du enttäuscht? Ich dachte, dass ich endlich reingehen könnte. Schriftrolle. Heilt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett. Echt? Entfernt alle negativen Statuseffekte, kann nur einmal eingesetzt werden. Schriftrolle der Heilung. Die habe ich gesehen. Kurz. Bevor du sie... Ich wette, im Plattenladen gibt es was Cooles. Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Was mit der? Hat die jetzt gejoggt? Oh, sorry. Der Lauf war so super. Oh, sorry. Ey, schade, dass es immer abbricht. Ich weiß nicht, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Mega schade, dass es immer abbricht. Sorry, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir weggelaufen sind. Münze! Nicer Fund. Danke. Katzin. Oh oh. Oh shit. Troll. Er kommt. Er hat ein Seelenjuwel. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Er besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Kämpfen, bedrohen, bestechen. Bestechen. Wie wäre es mit etwas Gold im Austausch für deinen Rubin? Oh, du hast meine Aufmerksamkeit. Wie viel? Wie viel haben wir denn? Wir geben ihm alles. 4. 4 Gold. Abgemacht. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Voll weird. Dass jetzt einfach so nett ist. Sonst noch was? Wir sind auf einer Quest. Kannst du uns vielleicht irgendwie helfen? Ich könnte euch beibringen, zu kämpfen wie ich. Bitteschön. Haben wir noch eine Schriftrolle gekriegt? Okay. Skill. Strike of Wrath. Effekt 3 Damage. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Zorniger Schlag. Das war einfach. Ja, ist gut, Hitchi. Sag doch etwas Nettes. Über uns beide. Du tust. Alles, was du tust, mit viel Bedacht und größter Sorgfalt. Ja. Und du? Siehst tief in die Herzen der Menschen. Doch das hält dich nicht davon ab, an sie zu glauben. Der Troll ist ein Emo. Was? Was hat der gesagt? Das ist alles, was wir brauchen, oder? Komm.
wieder vorbei. Jederzeit. Einen haben wir. Ach, zu schön, ja, um wahr zu sein. Okay. Der Troll war furchtbar. Inni, hallo. Erstmal hallo und danke für den Host. Keine Schande. Nur eine Tatsache. Okay, also selbst nachdem du bezahlt hast, hat er mir Angst gemacht. Mal, ob wir hier noch Schriftrollen oder sowas finden. Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Kommt man wahrscheinlich nicht weiter, ne? Oder? Nee. Wärst du lieber... Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Gehen wir erstmal zur Bar jetzt. Ich wette, im Plattenladen gibt es was Cooles. Oder Plattenladen. Gegrüßt. Ich hörte, ihr habt euch um die Schlange und den Troll gekümmert. Ich bin wirklich beeindruckt. Das war sicher nicht einfach. Ich wette, die Elfen... Ach, was für ein undankbares Leben. Ein Schmied im Zeitalter der Monster zu sein. Wow. Er ist voll dabei. Er ist gar nicht drin. Mit Kimon. Habe ich da Emu gelesen? Emo mit O. Alles in Ordnung? Ihr wirkt recht... grießcremig. Was brauchtet ihr nochmal? Oh, ich hab aus Versehen nochmal gedrückt. Sonnensilber. Die Zusammensetzung für Sonnensilber. Ah. Sonnensilber. Okay. Oh. Gehen wir erstmal hier rein. Die Helden haben wohl Besseres zu tun. Ah. Ganz Schild genau. Angucken. Geht nicht? Doch. Ich glaube, das ist eine schicke Kunstgalerie. Warte. Nein. Es ist ein Zoohandel. Ein Zoohandel? Da sind wir dabei. Da sehen wir uns. Nur zu. Okay, 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 okay. Was geht jetzt? Monster oder Mensch? Mensch! Herein! Bitte entschuldigt das Schloss. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Wie cool die aussieht mit dem Hut. Willkommen im Elster-Emporium. Oh, das ist also ein Zauberladen? Ja. Hey, ich schau mich mal ein wenig um, okay? Okay. Krass, das hat die ja richtig nice umgebaut. Mal sehen, was Steph mit dem Laden angestellt hat. Das sieht ja richtig super aus. Nice, 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 nice. Was haben wir denn hier alles? Gitarre, Schmiedenrolle. Wie denkt sich Steph nur all diese Namen aus? Ja, wirklich. Voll nice. Eine teils magische Mischung, die zum Schmieden zeremonieller Waffen, Schilde und Wappen genutzt wird. Einmal abgekühlt, kann Sonnensilber mit der Helligkeit von 7 Sonnen erstrahlen. Durch das Beliebtheit für Krönungen, Hochzeiten und Ratssitzungen am frühen Morgen erlangte Komponenten Eisen, Goblinerz, Feuerpuder. Die Entdeckung von Sonnensilber geht auf königlichen Schmied der Greifenspitze zurück, welcher das Großschwert Lipensia Kratos unter Anleitung des hohen alchemistischen Robert Velbro schuf. Das heißt übrigens Kratos, nicht Kratos. Also wir brauchen Eisen, Goblinerz, Feuerpuder. Okay, um den Schmied glücklich zu machen. Richtig cool. Als klassisch ausgebildete Bardin muss ich sagen, die Musik ist nicht schlecht. Die wir ja nicht hören. Er schmiedet das Himmelschwert der Macht. Ach ja? Irgendwann wird Thanor es finden. Der sieht richtig echt aus. Ja. Golems, Gebühr zum Erwecken nicht enthalten. Oh, Steph. Zaubersprüche. Echt niedlich, Steph. Kann man diese Zauber kaufen?
Nur für Mitglieder der Magiergilde. Verzeiht. Nice gemacht. Guck mal hier, die beleuchtete Gitarre. Einige Helden stehen bestimmt auf Barden mit fancy Gitarren. Aber schön, dass Vaynor einen besseren Geschmack hat. Ja, das war keine gute Idee, dem Kobold all das Gold zu geben. Das habe ich gerade auch gedacht. Aber man kann es wohl nicht kaufen irgendwie. Angeblich. Doch, da. Guck mal, man kann einkaufen. Der Seelensaphir ist hier und steht zum Verkauf. Oh Scheiße, jetzt haben wir Mist gemacht. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Vergesst es. Vielleicht... Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Für meine Hand? In der Ehe. Oh Gott, jetzt müssen wir... Das ist ja... Prostitution! Umsonst für ein Gold. Oh Gott, sie macht's doch nicht. Sie macht's weder umsonst noch für ein Gold. Ach, komm, wir versuchen's mal. Für ein Gold. Wir sind mal unverschämt. Für ein Gold? Das hier ist nicht die Wohlfahrt. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte von einem magischen Fisch, der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Eine magische Fischschuppe. Stimmt, das Ding hatten wir schon. Stimmt. Nun... Hier ist mein Teil der Abmachung. Cool. PB-Bäder. Genau, sind alles nur Nullen. So sieht's aus, Vince. Weiß. Sorry, nicht Vince. Weiß. Nur noch ein Juwel übrig. Fast geschafft. Also das ist wirklich cool. Das gefällt mir gut. Schriftrolle der Heilung. Schriftrolle der Gewandtheit, Trollstaub. Glaubst du, uns werden weitere Trolle begegnen? Ich glaub nicht. Die sind recht territorial. Was? Dann brauchen wir das wohl nicht. Also, kann ich mit meiner Musik schon heilen? Ja, aber die Schriftrolle heilt uns komplett. Und sie heilt auch noch Vergiftungen und so. Einige Helden stehen bestimmt auf Barden mit fancy Gitarren. Aber schön, dass Vaynor einen besseren Geschmack hat. Ziemlich cool, echt. Es ist ein Wunder, dass Valkyrie überhaupt noch Hunger hat, wenn sie angeblich immer so viel Menschenfleisch konsumiert. Warnung. Katze ist verflucht. Nicht streicheln. Ja, dafür brauche ich keine Warnung. Katzen verflucht. Auf der Suche nach Erkenntnis? Sieh eine Karte. Oh oh. Sollen wir eine Karte ziehen? Komm, wir machen das. Wofür brauche ich Erkenntnis? Für Menschen? Für Dinge. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Für Dinge? Wir machen Menschen. Ich, Steph, Ryan. Ryan. Trifft das auf Ryan zu? Hoffentlich. Der Stern, eine Karte über Inspiration, Optimismus und Hoffnung für die Zukunft. Achso, wir können nochmal? Dinge? Meine Kraft. Du hattest recht, Gabe. Ich bin ein Superheld. Deine Karte über Entschlusskraft, Fokus und die Gestaltung deines eigenen Schicksals. Der Wagen. Sagt nicht wirklich was, ne? Irr. Eine Karte über Enden und vermeintliche Veränderungen und Loslassen. Lingling, hallo Lingling, schon wieder ein Monat rum? Gibt's doch gar nicht. Lingling, danke schön für 22 unglaublich lange Monate. Dankeschön, schön, dass du da bist. Hallo, danke für den Support. Ich hoffe, dir gefällt das Spiel, hör mal.
Typhon. Meine Fresse. Surreal. Eine Karte über Kraft und Herrschaft und das Streben danach. Gibt's doch nicht. Dinge. Ah, Dinge haben wir nicht mehr. Menschen? Steph. Steph ist echt super. Eine Karte über Spontanität, Furchtlosigkeit und Abenteuer, die man willkommen heißt. Ich wünschte, die Dinge würden aufhören, sich dauernd zu verändern. Zur Abwechslung. Karte über entschlossene, unvermeidbare Veränderungen und den ewigen Kreislauf des Lebens. Hm? Das war's, ne? Jetzt haben wir alles gezogen. Okay. Gehen wir raus. Also das ist schon ziemlich cool gemacht hier. Das finde ich schon richtig gut. So, jetzt gehen wir mal. Und dann, was ist das da? Wohin als Nächste? Werbung? Ansehen? Hallo? Jetzt. Mann, mein Liebesleben hätte ein oder zwei Wahrheitszauber gebrauchen können. Besucht Sonntagabend das Elster-Emporium. Trefft unverheiratete Hoffnungsvolle in einer Umgebung, die mit einem Wahrheitszauber belegt wurde. Liebestränke streng untersagt. Really? Das ist ja cool. Würde ich auch hingehen. Okay, dann können wir noch rübergehen. Ich denke immer noch über diesen Wandteppich nach. Der Schmied, der ein Schwert herstellt? Ja. Ja, ja, wir müssen dafür die Sachen finden, aber ich weiß nicht, wo wir die herkriegen. Oder kann man den darauf ansprechen? Hey, wir haben die Komponenten für Sonnensilber gefunden. Es sind Eisen, Goblinerz und Feuerpuder. Den Göttern sei Dank. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Warum nehmt ihr nicht diese Schriftrolle für eure Freundlichkeit? Ich brauche sie nicht. Aha, haben wir Schriftrolle für bekommen. Ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie ein Dings dafür. Du und deine Verbündeten erhalten einen Extrazug, kann nur einmal eingesetzt werden. Hast du die Schriftrolle zuerst gesehen? Nein. Okay, er ist mutig und er ist ehrlich. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück zur Dings. Zur Bar. Müsste ja auch noch irgendwas abgehen. Was ist denn mit der Apotheke? In der Apotheke geht nichts ab. Ach nee, die war zu. Was ist mit dem Blumenladen? Der Blumenladen macht nicht mit. Kann ich mir nicht vorstellen. Muss doch gehen. Warte mal, wo war denn der? Können wir nochmal gucken gehen. Vielleicht geht da auch irgendwas. Laden. Laden? Ah, hier ist auch irgendwas. Dein Ernst? Ach ja, zu. Das Wenn war zu. Hier waren wir ja schon. Angreifen, sind Apotheken doch am wichtigsten. Blumenladen. Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Betreten. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Erledigung im echten Leben. Badenangelegenheit. Wieso gehen wir denn jetzt alleine da rein? Ich muss meine Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Okay. Aber Flauschi ist da, Carsten. Ach so, wir gucken jetzt wahrscheinlich, was auf dem USB-Stick war. Das kommt jetzt nochmal dazu. Verstehe. Wahrscheinlich ist da jetzt gerade wieder Musik hinterlegt, die wir nicht hören können.
hallo. Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Los geht's. Ich dachte, hier wäre auch was drin. Schade. Ach, fick dich. Was? Ach, fick dich? Riley, ich möchte nur, dass du weißt, dass ich sehr glücklich bin, dass wir wieder miteinander reden. Ich weiß, dass es schwer ist, mir nach all dem Scheiß mit Typhon zu vertrauen, aber ich gehe nicht weg. Ich werde hier sein, um dir und Oma zu helfen, wann immer nötig. Mac. PS, du bist stark und wundervoll. Ich hoffe, du weißt das. PPS, ich liebe dich immer noch, aber ich erwarte nichts. Schwierige Kiste. Sehr schwierige Kiste. Ich wusste gar nicht, dass Riley technisch so begabt ist. Gabe schon. Okay, wir gucken erstmal, ob es hier noch irgendwas zu gucken gibt, bevor wir mit dir reden. Ich habe jetzt einen Job. Ich könnte tatsächlich etwas spenden. Was können wir denn da spenden? Unterstützt Team Iris. Wendet euch an Riley für Spendenformulare. Gemeinsam können wir Alzheimer beenden. Ach krass, hat sie für Demenz hat sie das gemacht. Ist doch für die Mom jetzt so ein Spendending. Ist ja sweet. Hat Riley das angebracht? Das Letzte, was Eleanor will, ist, dass sich jeder um sie sorgt. Sehr geehrte Kunden, ab dem 15. Mai werden die Geschäftszeiten von Lietes Blumen aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie eingeschränkt sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ja, das ist how it's going, ne? Das ist halt so. Also spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. Frühlingstombola. Nehmt einen wunderschönen Strauß vom diesjährigen Frühlingsfest mit nach Hause. Ein Los gleich ein Dollar. Alle Einnahmen gehen an die Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Heaven Springs. Okay. Schnell nochmal hier hinten gucken gehen. Muss immer alles antatschen, I'm sorry. Dr. Glaubke. Sus Tochter kann bis 13 Uhr übernehmen. Physiotherapie. Dr. Glaubke. Der sah ja mal noch ganz anders aus, ne? Der Kalender, als wir beim letzten Mal drauf geschaut haben. Kam es 13 Uhr übernehmen. Physiotherapie. Mac holt Oma ab. Schaffen für Fernbediente Sicherheit und Temperaturräume für Geschäftekühlung. Buchclub. Alzheimer-Gruppe. Nachuntersuchung. Muttertag-Auslieferung. Post zur Vollmächtigung. Eine Heaven-Bücherei. Muttertag-Auslieferung. Frühlingsfest. Mac den ganzen Tag verfügbar. Volkstrauertag. Kathy, Pflegekoordinatorin, 15 Uhr Ladenschluss. Ja, das sieht jetzt mal ganz anders aus. Ich werde das so krass nicht anfassen. Wieso nicht? Riley hat schon 300 Seiten gelesen. Muss gut sein. Der Mascaron-Effekt. Eleanor muss es gegen den Strich gehen, dass sie die braucht. Morgens Wasser im Kühler austauschen. Montags Lieferung von Roland annehmen. Anrufbeantworter abhören. Riley anrufen, um die heutigen Bestellungen zu besprechen. Schild auf geöffnet drehen. Bestellungen erledigen. Das ist schon krass, ne? Das ist schon wirklich schrecklich. Denk daran, dich auszuruhen. Puh, ja, und irgendwann hilft auch das nicht mehr. Die sind wirklich super schön. Und schrecklich. Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, das läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ganz ehrlich, die Ablenkung tut mir gerade richtig gut. Ist irgendwas los mit Eleanor? Ich habe erfahren, dass Oma krank ist. Sie hat Alzheimer. Oh, wow. Egal. Lass uns über was anderes reden. Ach ja, sie weiß nicht, dass wir es wissen, ne? Ach nee, was ein Drama. Sapsi, hallo, herzlich willkommen auch an dich.
Willst du noch aufs College gehen? Nein. Ich habe abgelehnt. Oma meinte, ich soll es nicht tun, aber sie braucht Hilfe. Die Entscheidung war sicher nicht einfach. Nein, ich wusste, was ich tun muss. Schwieriger ist, mit der Enttäuschung zu leben. Wie geht's Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Er hilft Oma jetzt noch öfter. Er will bestimmt wieder mit mir zusammenkommen, aber das ist mir egal. Ich bin froh, dass er hier ist. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke nochmal. Sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Und wir gehen jetzt nochmal nach dem Computer gucken. Vielleicht haben wir jetzt irgendwas anderes nochmal freigeschaltet, aber wahrscheinlich ja nicht. Muss jetzt erstmal entsperren, stundenlang, vermutlich. Als ob die nicht gemerkt hat, dass wir da diesen Stick geklaut haben, ne? Ich hoffe echt, das funktioniert. So, unten war einfach nur der Progress-Balken. In Progress? Okay, dann können wir wieder rausgehen und weiter LARP spielen. Denn die Waffelkatze? Die aus dem Staub hat sie sich gemacht. So, okay. Hier waren wir ja schon überall. Dann gehen wir jetzt mal nach ganz hinten zurück. Gehen in die Taverne. Bin ich auch gespannt, was die daraus gemacht haben. Zeig's ihnen, Ethan. Typ auf der Bank. Paynor. Zeig's ihnen. Paynor. Das ist so lustig, wie die alle benannt haben. Typ auf der Bank. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des LARPs. Blut. Wow. Was hat es damit auf sich? Du hast da wohl was fallen lassen, Diane. Durstige Möwe, betreten. Los geht's. Willst du einen Blick rein? Katzi? Das wäre nice. Ja. Lass uns reingehen. Aber sieht hallo. Hallo, Benny. Oha, da haben die sich ja... Oh, mein Gott. Der riecht der Punk ab. Ach du meine Güte, ist es denn ernst? Überlebende. Ja, jetzt müsst ihr abstimmen. Wer seid ihr oder seid ihr verletzt? Acht Leute haben mitgemacht und ihr wollt... Are you hurt? Okay. Geht's euch gut? Tja, das war nicht mein erster Monsterangriff. Ich kenne einen oder zwei Tricks zur Flucht. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Was? Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird ihr euch bestimmt nicht aufhalten. Kind ist da.
Idee. Mal sehen, ach, was echt? Es hier so gibt. Glückwunsch. Und Dankeschön für 9 Monate. Ach nee, wegen dem Twitch-Baby. Deswegen, Benny, ne? Wegen dem Twitch-Baby. Ich dachte gerade, hä, hast du mir irgendwie erzählt, dass du Vater wirst? Und ich habe das komplett verpeilt, oder was? Ich war gerade ein bisschen lost. Vielen, vielen Dank für 9 Monate, hör mal. Wenn du dir einen Namen ausdenken willst, kannst du gern machen. Ich schreibe das dann auf. Spieluhr. Wunderschön. Wo findest du? Guck mal, wie geil die aussieht. Mega. Feynor, hast du das gesehen? Da ist doch ein Dings, da kannst du Schlüssel reinstecken. Sieht wirklich toll aus. So schnell ist ein Gerücht da. Es genau. Ist einer der Juwelen. Mega cool. Ich will auch. Wir haben alle drei. Gehen wir zurück zum König. Nein. Ja. Wir müssen uns das hier erstmal alles angucken. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Ja. Die Krüge auch richtig cool. Ihr habt hier überlebt, wir sind auf einer Mission. You can choose. Ihr habt ihr überlebt. Okay. Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Was? Die hat's doch verdient. Geizige Spülhilfe. Was? Wir sind auf einer Mission oder leb wohl? Hä, wieso sollte man das denn abstimmen? Das ist doch Quark. Natürlich wollen wir wissen, was da gesagt wird. Okay, also manche Abstimmen sind ein bisschen weird tatsächlich. Wir sind auf einer Mission. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Wirkt sehr random, ist ja. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Aha, wir kriegen irgendwie so Glocke. Was na ist das? Toll. Die wäre vorhin am Fluss wirklich hilfreich gewesen. Ah, zu spät. Wir hätten doch zuerst hier reingehen müssen. Schlangenglocke. Effekt. Schlangen in Hörweite schlafen ein. Ach. Schade. Naja. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Dieser Krug, so cool. Ich habe tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Wenn da ein Monster wäre und du nur deine Gitarre hättest, würdest du ihm damit eine verpassen? Sei ehrlich. Klar. Klar würde ich das. Bist du dir sicher? Ja. Ich glaub's erst, wenn ich es sehe. Okay. Rückblickend betrachtet, war es ganz offensichtlich ein Köder. Irr. Harter Tag für Barry, den Tavernenbesitzer. Aber hast du nicht so einen Hut? Wir sind ja im Bade, wir sind ja kein Zwerg. Oh, hier ist wieder eine Münze. Ich will mich jetzt auf Ethan konzentrieren. Hausbade? Sorry, Steph. Alexandra ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Suchen einen Hausbaden, der zu Abendessen, Tänzen, Enthauptungen etc. unterhält. Was? What the hell? Suchen ein Hausbaden, der zu Abendessen, Tänzen und Enthauptungen unterhält. Muss gewitzt, aufmerksam und großzügig sein. Schwarze Haare bevorzugt, süßes Lächeln ist ein Plus. Exzellente Bezahlung. Okay. Das ist schon cute, wirklich. Können wir auch hoch? Nee, können wir nicht.
Das Königreich hat ernste Probleme. Gesucht, Poster. Tot oder lebendig? Sturmbringer, Batrika, Sir Hoyle von Winstelon und Gorum Kaltatem. Oh Mann. Ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Ach. Doch, keine Cutscene? Okay. Na geht doch. Das muss das Rätsels Lösung sein. Legend of Soul Jewels. Vor langer Zeit, so sagt man, herrschten unaussprechliche Schrecken, selbst im Tageslicht, bis vier Helden sich dem großen Schatten an der Küste von Kildjan stellten. Die Schlacht tobte tagelang, bis die vier Helden die Mächte des großen Schattens überwältigten und am Ende des Todes standen. Dort, in den von Rot gefärbten Wellen, gaben drei der Helden ihr Leben. Sie bewirkten einen uralten Zauber, der ihre Seelen von ihren Körpern trennte und sie in drei Juwelen von unermesslicher Macht verwandelte. Von Nira, der Berserkerin und stärksten der vier Helden, kam der Seelenrubin. Von Desis, dem Kleriker und Weber der Geschichten, kam der Seelensaphir. Von Belin, der Illustratorin, Von Belin, der Illusionistin und Bewahrerin der alten Bücher, kam der Seelenamethyst. Mit den drei Seelenjuwelen in der Hand nahm der vierte Held sein Schwert und durchbohrte den großen Schatten mit Licht. Müde und geschunden vom Kampf versteckte der vierte Held dann die Juwelen und wanderte in die tiefe Wildnis von Ruhn. Er wurde nie wieder gesehen. Das ist das, was der draußen gefragt hat, ne? Wie heißen die Nira, Desis und Belin? Okay. Müssen wir uns merken. Da wollte doch der Blau, Rot und Dingens wissen. Steph hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Ja, ist echt cool gemacht. Monsterlexikon. Die könnten wir jetzt nochmal spielen, wenn wir wollen würden. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Gab mehr zu lesen, als man konnte blättern beim Bade gesucht Blatt. Da gab es mehr zu lesen. Echt? Müssen wir nochmal gucken gehen. War das eine nicht an der Figur von den Comiczeichnungen von Ethan? Mhm, genau, Chris, war von Anfang. Vom Anfang damals, wo wir uns aussuchen mussten. Richtig. Und hi, ich hatte gar nicht Hallo gesagt, Leute. Ich schreibe dir, um meinen Ratschlag, den ich dir bei unserem letzten Abendessen gegeben habe, zu ändern. Es besteht kein Grund, dein Geschäft zu verkaufen. Ich bin überzeugt, dass das Zeitalter der Monster bald enden wird. Ich weiß aus unglaubwürdiger Quelle. Warum mache ich aus glaubwürdiger Quelle unglaubwürdig? Das steht nicht da. Ich weiß aus glaubwürdiger Quelle, dass der Anruf seiner Majestät nach Helden von niemand anderem beantwortet wurde als Saenor, dem legendären Monster. Yeah. Weiter geht's nicht. Jäger. Warte mal, wo war denn das Stellenangebot nochmal? Dann will ich jetzt aber gucken. Oh, hier liegt noch was. Notenblatt. Ist jetzt nur so eine kurze? Ich kann's kaum erwarten, Monster mit meiner hypnotischen Musik zu lähmen. Klasse Barde, hypnotische Fuge, Lähmung. Gegner kann sich eine Runde nicht bewegen, kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Mhm. Suchtposter. Wo war denn das nochmal? Werbung, hier, ne? Hausbade? Sorry, Steph. Alexandra ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Stimmt, guck mal. Alte Schwerter zu verkaufen. Sprecht Euwen den Schmied an. Vertreibt Monster mit dieser geheimen Kräutermischung. Nur 4 Goldmünzen für das Rezept. Hinterher treffen hinter der durstigen Möwe. Montags um Mitternacht. Es hat gar nicht funktioniert, du Schwindler. Hört sonst noch wer gruselige Geräusche beim Schloss? Ja oder nein? Okay, wir müssen, das ist wahrscheinlich Endgegner zum Schloss. Wir gehen jetzt erstmal raus, würde ich sagen. Aber warte mal, hier ist auch noch was anzugucken. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Ja, das ist richtig nice. Wir gehen jetzt mal raus und dann, warte mal, Jukebox wird ja wohl nicht funktionieren, oder? Nee. Okay. Gehen wir mal raus, hallo, gehen. Dann gehen wir mal zu dem Typen da und sagen dem mal Bescheid, was wir gefunden haben, der draußen stand mit seinem blau-rot-Dingsi.
Jetzt braucht man nur noch einen Handschuh, wo Edelsteine reinpassen. Hatte, glaube ich, auch noch nichts geschrieben. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht hast du was geschrieben, ich habe es übersehen oder so. Hallo Nidavi, moin. Kann ja sein. Das wäre dann so ein bisschen blöd, wenn ich dich jetzt übersehen hätte. Jetzt sieh dir aber mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Scroll of Nimbus. Einmal ausweichen. Du und deine Verbündeten weichen dem nächsten Angriff aus. Kann nur einmal eingesetzt werden. Nicht schlecht, Thanor. Oh, wir müssen wieder kämpfen, glaube ich. Okay. Zurück zum Park. Einige Sachen da drin waren echt interessant. Ich warte euch, sie zu meiden. Denn das Graue wird euch im Gedächtnis ver... Können wir das Rätsel bitte nochmal hören? Das ist das jetzt, was wir drin gefunden haben. Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Bereit zu antworten? Ich sage es gern nochmal. Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Die Namen lauten... Saphir, Amethyst, Rubin, Nirsa, Deris, Dingsibumsi. Die anderen da. Die Antwort lautet Nira, Desis und Belin. Ihr habt das Rätsel gelöst. Euer Preis? Ein Hinweis. Lauscht auf. Lauscht auf. Um zu bestechen den tödlichen Trollunhold, müsst ihr zahlen 4 Münzen aus Gold. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Toll. Den haben wir schon tot. Zieht eine Münze als Ausgleich in Erwägung. Noch ein Rätsel? Können wir noch ein Rätsel hören? Oh, Mist. Sorry. Für ein zweites Rätsel fehlte mir der Mut. Nichts als Lug und Trug verkünd ich voller Wut. Okay, aber das mit dem Troll haben wir ja trotzdem hinbekommen. Nicht schlecht, Thanor. Könnten wir doch zurück in die Taverne, wenn sie voller Leute ist. Sie war doch. Danke. Meine Worte haben ins Schwarze getroffen. Ist jetzt die Frage, wo wir jetzt hin müssen, also wo dieses Schloss ist. Da ist die Taverne. Magie-Dingsi. Summer Castle. Also eigentlich genau gegenüber von der Taverne. Ach genau, wir mussten ja zurück zum König die Sachen abgeben. Exakt, so war's. Ja, hier war falsch rum. Wir haben alle Juwelen. Gehen wir zurück zum König. Hat Ethan das fallen lassen? Wer ist sie? Oh mein Gott. Das ist meine Mom. Thanor, der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria. Der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur, dort. Was ist das? Das Himmelsschwert. Das Himmelsschwert der Macht. Es ist genauso wie in meinen Comics.
Es hat den Knauf und den gleichen Griff und diesen Teil für die Juwelen. Wie haben Sie das gemacht? Kann ich es wirklich nehmen? Aber setze es bitte nur für Gutes ein, um anderen zu helfen und so. Okay. Jetzt kriegt er es natürlich nicht aus dem Stein, weil die Juwelen nicht drin sind wahrscheinlich. Oder? Kann er es rausziehen? Wer weiß. Dürfte ich um ein Lied bitten? Damit sei die Prophezeiung erfüllt, in unendliche Macht ist Fëanor gehüllt. Ist klar, voll aus der Erde aufgetaucht. Ich werde das Schwert an mich nehmen und die Juwelen. Sturmbringer, der Untote. Ich hätte wissen müssen, dass du König Tabor warst. Ihr Narren, ihr habt die Juwelen, die ich brauche, gesammelt und sie direkt zu mir gebracht. Du liegst falsch. Die Juwelen sind jetzt Teil der Waffe, die dich erschlagen wird. Jetzt gib sie mir! Okay, Endgegner-Bossfight. Ja, diesmal haben wir wenigstens, sehen wir hier auch mal, wie viel Leben welcher hat, ne? Das hatten wir ja vorher nicht. Und hallo Xeon und hallo Royal Jewels. Hallo, herzlich willkommen. Oh Gott, das ist wie Final Fantasy. Das ist wie Final Fantasy, rundenbasierter Kampf hier. Mega nice. Magie, heilende Serenade. Cool. Sieht jetzt auch richtig cool aus. Schild des Mutes. Cool. Cool, oder? Guck mal hier, sogar der Tweak-Weak. Jetzt habe ich gerade voll Bock auf Final Fantasy X. Hypnotische Fuge. Bitte stream das mal. Was, Final Fantasy X? Ich habe da fast Platin. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Flammklinge! Oh. Gelebt von der schönen Musik! Ah. Verflucht sei dieses Feuer!
heilende Serenade. Ich habe das geliebt, als das rauskam. Ich habe es so sehr geliebt. Oh mein Gott. Das war einfach der Hammer. Schild des Mutes. Sieht mal gut, dass wir Abwehr gedrückt haben. Ich habe die meisten Final Fantasy Teile mehrmals gespielt. Oh, aber ey, wenn du Platin machen willst in Final Fantasy 10, das ist schon sehr anstrengend. Ehrlich. Zorniger Schlag. Zorniger Schlag. Ergreifende Hymne. Was machte das nochmal? Das machte, glaube ich, heilt alles oder so, ne? Angriff. Furchtbare Dissonanz. Furchtbare Dissonanz. Oh. Unheiliger Blitzsturm. Wer sich mir widersetzt, stirbt. Ergreifende Hymne. Okay, das war doch kein Heilzauber. Flammklinge. Was passiert denn, wenn man den Kampf verliert? Nur so rein spielmäßig. Aber mehr gibt's doch nicht. Heilende Serenade und ergreifende Hymne. Und Angriffe. Also müssen wir schon heilende Dings machen. Hältst du das mal? Nee, ich bin ehrgeizig. Ich will gewinnen. Warte mal, wir stärken den jetzt erstmal. Ach, geht nicht. Immer abwechselnd. Okay. Magie? Wir müssen uns schützen. Wir machen, glaube ich, nochmal Schild des Mutes. Schild des Mutes! Jetzt greift er uns gleich an, dann sind wir tot. Das war eine Schriftrolle, ja. Aber wie komme ich da ran? Verflucht sei dieses Feuer! Brenne immer noch. Gegenstände. Ah, da! Schriftrolle der Gewandtheit, Schriftrolle des Vorteils. Schriftrolle der Heilung. Schriftrolle der Gewandtheit. Schriftrolle der Gewandtheit. Aha, guck an. Magie? Brenne immer noch. Schriftrolle der Heilung. So, danach müssten wir wieder voll sein, theoretisch. Verflucht sei dieses Feuer. Oh, wir haben es schon geschafft. Oh, wir haben es schon geschafft, glaube ich. Ja, haben wir. Ja. Wir haben es geschafft. Ich kann nicht fassen, was gerade passiert ist. Der letzte Kampf war episch. Ja, aber das Beste war, als wir... Ey, das gehört doch jetzt nicht dazu, oder doch? Scheiße. Oh. Gabe ist tot. Gabe ist tot wegen mir. Es ist meine Schuld. Ich habe Gabe getötet. Ich habe Gabe getötet. Ich habe Gabe getötet. Ethan? Hör mir zu. Du bist nicht schuld. Wirklich.
Du kannst nichts dafür, okay? Anarchy und Zeon, danke schön für dein Follow, für eure Follows, nicht dein Follow, sondern eure Follows. Boah, das ist aber schon ganz schön. Oh, es geht weiter noch, Cutscene. Charlotte? Hier drüben! Hey, danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben los. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. Ganz ehrlich, am Ende hatte ich, glaube ich, genauso viel Spaß wie er. Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Es tut mir leid. Mir geht's gut. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur echt viel los. Das kann ich mir vorstellen. Sich für eine Zeit von Ethan zu verabschieden. Der Laden, das ganze Frühlingsfest. Ich bin immer hier, falls du über irgendetwas reden möchtest. Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Bist du sicher? Falls du Gesellschaft möchtest. Ich sagte nein, verdammt! Hörst du nicht zu? Scheiße. Das war nicht okay. Wo kam bloß diese Wut her? Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum. Hallo, Matti. Und ja, hast du recht, finde ich auch. Ziemlich gut gemacht. Gay, das ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, um mich dann zu verlassen? Thank you.
deine Schuld. Du sollst uns beschützen. Warum konntest du es nicht? Dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Okay. Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Ethan! Es ist deine Schuld! Warum konntest du verflucht nochmal nicht einfach hören? Oh Gott, sie ist sauer auf ihr Kind. Du bist wütend auf Ethan. Du gibst ihm die Schuld. Uncool. Ich bin eine schlechte Mutter, Alice. Charlotte. Charlotte. Fantastisch. Ich hasse meinen Sohn, Alex. Ach du Scheiße. Er ist lieb und kreativ und das Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Es hat immer nur mich und ihn gegeben. Es hat so lange gebraucht, zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder dich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. So sieht's unterm Strich aus. Oh, das ist ja, ganz schön hart. Deine Gefühle zählen, deine Taten zählen. Hallo, Jelea, na? Hast du irgendwo auch den ersten Teil zu schauen? Meinst du Life is Strange 1 oder meinst du Kapitel 1 bis 2? Das kommt gleich auf YouTube. 16 Uhr müsste das freigeschaltet sein. Den Anfang meinst du, ne? Kommt auf YouTube. Ich darf das ja immer nicht hochladen, das dauert ja immer 24 Stunden, weil Twitch-Content 24 Stunden Twitch-exklusiv ist. Deswegen kann man das noch nicht angucken. Okay, ja, YouTube findest du das. Da kommt immer alles drauf, wenn wir so Story Games spielen. Warte, ich gebe dir Link. Dann kann ich mal kurz überlegen, was wir jetzt hier nehmen. Deine Gefühle zählen, deine Taten zählen. Deine Taten zählen ist ja irgendwie ein bisschen schwierig, weil das Kind ja Taten gemacht hat. Also, ne? Taten im Sinne von... Es hat nicht gehört. Deine Gefühle zählen. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Oh, was denn so? Wir nehmen jetzt deine Gefühle zählen. Was du fühlst, macht mehr Sinn, als du glaubst. Dein Schmerz zählt auch. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot!
Triggerwarnung. Diese Wut bringt sie noch um. Und es gibt nichts, was ich sagen kann. Was, wenn ich ihr die Wut irgendwie nehmen kann? Boah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, überhaupt da ranzugehen. Ich kann ihr ihre Wut nehmen. Ja, aber sie muss es selber verarbeiten. Was würde das mit ihr machen? Und mit mir? Und selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Nein, solltest du nicht. Ihr müsst das entscheiden. Sie in Ruhe lassen oder die Wut nehmen. Ihr seid dran. Und Jessie, hallo. Schwierig. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Was ich nehmen würde, wüsste ich. Die Wut nehmen. Sie in Ruhe lassen. Wirklich, ihr wollt alle, dass ich ihr die Wut nehme? Ich sag euch, das geht nicht gut aus. Das sind zu heftige, zu tiefgreifende, schlimme Dinge, die sie da fühlt und denkt. Und das muss tiefgreifend bearbeitet werden. Sie muss selber klarkommen. Das wird eine Katastrophe werden. Mark my words. Aber okay, wir machen das, was ihr sagt. Charlottes Wut nehmen. Jetzt knackt der Sound wieder. Tut mir leid. Ich habe den Fehler nicht gefunden. Sorry. Okay. Warte schon. Kein flammendes Inferno. Ist bei dir alles okay? Ja. Ja, ich... Ich denke schon. Scheiße. Bin ich ausgerastet? Mhm. Es tut mir leid, Alex. Ich wurde irgendwie überwältigt. Keine Sorge. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Sicher, dass alles gut ist? Ja, ich denke schon. Ich stand wohl neben mir. Das passiert offenbar, wenn man nicht schläft. Bei dem anderen hätte sie sich vielleicht was angetan. Meine Skulptur zerstört. Ja, vielleicht. Es wirkt so verrückt hier drin, aber ich fühle mich... Wie fühle ich mich? Hey, geh nach Hause. Du bist erledigt. Ich meine es ernst. Mir geht es gut. Ich sehe dich heute Abend. Ja. Ist ja schlimm. Was jetzt mit uns und der Wut, die wir aufgenommen haben, die muss ja auch irgendwo hin. Oder nicht? Ach, große Katze. Wird Typhon von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische dreieckige Logo. Boom. Code geknackt. Hey. Alex. Und? Wie lief die Sache mit Charlotte? Es war intensiv. Aber ich denke, es wird ihr gut gehen. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie ich überhaupt darüber reden soll. Es ist okay. Wirklich. Also, bitte sagt mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Noch nicht, aber... Alex,
Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. What? Wirklich? Das sollte ich mir wohl anhören. Ja. Das sollten wir uns wohl anhören. Ja, ne, das Spiel ist richtig gut, Schalaya. Ich muss es wissen. Wir sind für dich da. Okay? Oh Gott, sind wir bereit? Seid ihr bereit? Bin noch nicht so weit. Ja, dann schnell. Dann schnell, sonst bist du hart. Wahrscheinlich jetzt gerade im Moment sehr hart gespoilert. Danke trotzdem, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, hör mal. Danke, dass du da warst. Okay, ich drück jetzt. Ja, ich drück jetzt. 3, 2, 1. Also oh mein Gott, das ist so furchtbar. Anhören. Los geht's. Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Find dich, Chen. Ja, okay. Hör einfach zu. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungsradius. Scheiße. Er könnte dabei draufgehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davongeschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen, ihn zu finden. Mac, bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck. Du hast keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac. Spar dir das. Ich mach nur meinen Job. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Mac sich als der Gute herausstellt. Alex. Alles okay? Wir kriegen sie dran. Versprochen. Was soll das denn? Es ist alles egal. Es ist alles scheißegal. Er ist tot, verdammt. Fuck it. Ich muss mir das nicht geben. Ich sollte ihr nachgehen. Wir sind dann unten, okay? Dieser Wichser dran zu kriegen. Auf dem USB-Stick finde ich, was ich brauche. Ich muss ihn unbedingt durchsuchen. Okay, also wir können jetzt noch weitere Sachen finden, oder was? Erstmal trinken wir uns ein Bier. Ein ungeklärter Fall und ein schales Bier. Achso, wir können es nicht trinken. Okay, naja. Die hat Ryan aus der Station mitgebracht. Hoffentlich kann ich sie jetzt gebrauchen. Gebratener Reis. Super wichtig für jede gute Ermittlung. Ja, finde ich auch. Reishunger dankt. Wenn das mit mir passiert, was passiert dann mit Charlotte? Ich komme an das Laufwerk da. Danke, dass du so offen zu mir bist. Wer ist offen zu wem? Jetzt hätte Gabe sicher nichts dagegen, wenn seine kleine Schwester seine Sachen durchwühlt. Gabes Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. Es wird richtig schlimm wahrscheinlich. Finde heraus, was nach Gabes Anruf um 20.41 Uhr passierte. Wer hat denn, was ist das denn? Wo Mac angerufen hat oder was soll das sein? ACFC hier? Wie können wir Ihren Hunger stillen? Läuft die schicke Chicken-Gutscheinaktion noch? Aber sicher doch. Cool. Dann hätte ich gern eine große Portion Spicy Nuggets. Hm? Okay. Und möchten Sie dazu Pommes und Soße oder Kartoffelbrei und Soße? Puh. Kartoffelbrei und Soße. Okay. Ich... Hallo? Oh, scheiße. Brauchen Sie noch kurz? Nein. Nein, ich nehme, die Pommes. Den Kartoffelbrei. Ja. Einmal den Kartoffelbrei. Für 50 Cent extra bekommen Sie beides. Oh mein Gott. Hallo? Sind Sie noch dran? Ja.
Nein, ist okay. Nur den Kartoffelbrei. Ich hätte beides genommen. Okay, eine große Portion scharfer Nuggets mit Kartoffelbrei. Was? Die Bestellung in 30 Minuten abholen. Danke, dass Sie bei ACFC bestellt haben. Danke. Das war fesselnd. Ja, das war wohl wirklich deutlich. Late Bloom, hier spricht Riley. Wie kann ich Ihnen helfen? Ey, Süße, ich bin's. Mac, hey, was geht? Ich habe Mittagspause. Du wirst nicht glauben, was Jamin heute Morgen mit dem neuen Dynamit... Ich bin mir nicht sicher, was den Teil hier angeht. Es ist Mac. Ist das Gabe? Hey, Mac, können wir später reden? Ich habe gerade zu tun. Was machst du denn? Wir sehen uns nach der Arbeit, ja? Warte mal, warum ist Gabe da? Okay, bis später. Ich liebe dich. Riley, warte. Oh, Mac. Ah, hat sich schon wieder einen Eifersuchtsanfall geschoben, der Typ. Schrecklich. Ja, la Mojo, hallo. Hi, Bergklempnerei, was kann ich für Sie tun? Hi, ich arbeite für die Typhon-Mine. Ich glaube, einer Ihrer Klempner war letzte Woche hier oben. Typhon? Einen Moment bitte, ich überprüfe das kurz. Ja, ich habe einen Eintrag bezüglich einer Abwasserblock... Ja, genau, das war's. Ja, also, es wurde nicht richtig repariert. Laut Bericht wurde das Problem diagnostiziert und behoben. Können Sie beschreiben, was Sie sehen? Ehrlich gesagt, nein. Können Sie uns nicht einfach nochmal jemanden vorbeischicken? Ich schicke Ihnen heute Nachmittag jemanden. Gut. Schönen Tag noch. Das bezweifle ich. Eklig. Typhon Minengesellschaft, Diane hier? Hi, Diane. Rose aus dem Rathaus hier. Hey, Rose. Wie geht's dir? Ach, um diese Jahreszeit ist immer viel los. Hast du einen Moment? Ein paar Leute haben Fragen bezüglich der Erweiterung. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar davon beantworten und ich leite die Antworten dann weiter. Ich helfe so gut ich kann. Wie lauten die Fragen? Eine Sekunde. Okay, die erste Frage. Wie viele Jobs werden durch die Eröffnung einer zweiten Grube geschaffen? Wir fangen mit 25 neuen Stellen an. Aber wir rechnen damit, dass diese Zahl im ersten Jahr auf 45 ansteigen wird. Moment, das muss ich mir kurz aufschreiben. Alles klar. Weiter geht es mit einer Reihe von Fragen zu Verschmutzungsrisiken, Wasser- und Luftqualität. Wie sieht es damit aus? Ich leite das gerne an unsere Umweltabteilung weiter. Sie werden sich mit den relevanten Fakten und Zahlen bei Ihnen melden. Alles klar, kein Problem. Zu guter Letzt wollen Sie noch wissen, ob mehr Minenfahrzeuge durch die Stadt fahren werden? Ja, unsere logistischen Anforderungen werden mit der Erweiterung steigen. Aber um die Lärmbelastung zu minimieren, werden wir uns ausschließlich an genehmigte LKW-Routen halten und natürlich nie nach 18 Uhr fahren. Nie nach 18 Uhr. Vielen Dank, Diane. Das waren erstmal alle Fragen. War mir ein Vergnügen. Einen schönen Tag Ihnen, Rose. Dir auch. Diane ist echt gut darin, so zu tun, als sei sie ein Mensch. Uha, der war vernichtend. Der war richtig vernichtend. Gesellschaft Brandon hier. Hallo, ich rufe für das Amt für Land und Ressourcen an, um die Inspektion für nächste Woche zu bestätigen. Ich leite Sie weiter an Diane. Danke. Diane hier? Hi Diane, ich rufe an, um die... Inspektion zu bestätigen? Richtig. Hatten Sie Gelegenheit, meine E-Mail dazu zu lesen? Hatte ich. Sieht alles gut aus. Freut mich zu hören. Dann bis Donnerstag. Mhm. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Schönen Tag noch. Es muss sehr viel von diesen Inspektionen abhängen. Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Fick dich, Chen. Ja, okay. Hör einfach zu. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungs... Lena? Hatten wir ja schon. Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Lena? Haven ist Ihr Gebiet, Diane. Es ist Ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich Sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben aufhält, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Ach du Scheiße. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Reas Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Was ist Rea? Wollen Sie das? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Also dachte Typhon, dass Rea, was immer es auch ist, es wert war, unser Leben zu riskieren. Hoffen wir mal, dass Dianes E-Mail Aufschluss gibt. Alter Bär, wirklich jetzt? Wo waren wir denn jetzt dran? Hier, ne? Lena, Diane hier. Ja. Wir haben ein Problem. Lena, hallo Diane. Ich darf annehmen, dass Sie Ihre Emotionen wieder im Griff haben. Meine Emotionen? Jemand wurde gestern Abend getötet. Aufgrund einer Entscheidung, die Sie getroffen haben. Ich denke, ich wäre an Ihrer Stelle jetzt sehr vorsichtig.
Wessen Kopf, glauben Sie, wird wohl eher rollen? Ihre oder meine? Puh, die Diane war's. Natürlich fühlen wir uns alle verpflichtet, Ihnen durch diese schwierige Zeit zu helfen. Es wäre doch zu schade, wenn jemand wegen dieses unvermeidbaren Unfalls zum Sündenbock wird. Natürlich. Sehr schön. Dann sind wir uns hier einig. Wer weiß noch von den Leuten auf dem Berg? Nur mein Sicherheitsmanager Mac. Er erhielt den Notruf kurz bevor ich Sie kontaktierte. Kann man ihm vertrauen? Ich denke, ich kann ihn davon überzeugen, sich loyal zu verhalten. Sehr gut. Es gibt nur eine Kontaktstelle und die haben Sie unter Kontrolle. Dann sollten wir das schadlos überstehen. Wir hören uns bald wieder. In Ordnung. Ich weigere mich daher, nach allem, was war, zu bemitleiden. Aber, Mann. Verschwörung, ja. Privatdetektiv HB. Bennett am Apparat? Hi, Bennett. Diane Jacobs hier. Lina sagte mir... Ja, hab ihren Anruf erwartet. Okay. Ich bin nicht sicher, was wir als nächstes tun sollen. Geben Sie mir alle relevanten Informationen zu den fraglichen Angestellten. Name, Telefonnummern, Adresse, Lebenspartner. Wir übernehmen den Rest. Verstehe. Kommen Sie einfach vorbei. Mein Sekretär wird alles notieren. Niemand wird erfahren, dass Sie hier waren. Alles klar. Okay. Ich komme morgen vorbei. Wunderbar, bis morgen. Es ist so abartig, dass Typhon Leute beobachten lässt. Ja. Typhon Minengesellschaft, Diane hier. Hallo Diane, Rory Praha. Ich arbeite für die Rocky Mountain Gazette. Wir drucken morgen einen Artikel über den Unfall von letzter Nacht. Möchten Sie einen Kommentar abgeben? Ja, sehr gern. Der Unfall gestern Abend war eine Tragödie. Und das liegt ganz besonders daran, dass nur ein Anruf ihn hätte verhindern können. Ein Anruf? Könnten Sie das weiter ausführen? Aber natürlich. Typhon hat rund um die Uhr einen Sicherheitsmanager vor Ort. Ein kurzer Anruf von Herrn Chen an unsere 24-Stunden-Notruf-Hotline hätte uns gewarnt, dass sich Menschen in der Gefahrenzone befinden. Wir hätten sofort reagieren und die Sprengungen verhindern können. Besteht die Gefahr, dass noch andere Bürger Havens wie Gabe Chen verunglücken könnten? Auf keinen Fall. Solange Sie die Warnhinweise beachten, sind Sie in Sicherheit. Und sollte es einen Notfall geben, ist unsere Notruf-Hotline rund um die Uhr besetzt. Es besteht keinerlei Gefahr. Gut. Wir werden Ihre Stellungnahme mit abdrucken. Vielen Dank für Ihre Zeit, Diane. Einen schönen Tag noch. Ich habe beim Zuhören fast gekotzt. Ich auch. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, boah, in mir steigt so eine Wut einfach auf. In mir steigt so eine unglaubliche Wut auf. Das ist aber nicht unschuldig. Ja, wirklich. Typhon-Minengesellschaft, Diane hier? Diane, hier ist Jason. Hallo, Diane, hier ist Gronkh. Gute Neuigkeiten für mich? Es sieht ganz so aus. Der normale Betrieb darf ab sofort wieder aufgenommen werden. Die Grube wird nicht länger als aktiver Tatort angesehen. Das ist eine große Erleichterung. Nur um deutlich zu sein, die Ermittlung läuft weiterhin und Typhon wurde noch nicht von den Anschuldigungen freigesprochen. Natürlich, ich verstehe. Aber können wir wieder mit dem Abbau beginnen? Ja, die Arbeiten dürfen wieder aufgenommen werden. Gibt es sonst noch was? Nein, nein, das wäre alles. Okay, danke für den Anruf. Ja, kein Problem. Machen Sie es gut, Diane. Ebenso. Scheint viel leichter zu sein, mit Mord davon zu kommen, als man hoffen würde. Ja, vor allen Dingen habe ich gerade gedacht, wenn sie einfach die Sprengung verhindert hätten, bis sie das Kind gefunden haben, hätten sie weniger Ausfallzeiten gehabt, als mit diesem Tatort am Ende. Lügt jetzt. Natürlich ist sie auch mitschuldig, ja. Aber Diane wollte erst verschieben und jetzt verstrickt sie sich irgendwo rein. Ja, wirklich, ist auch so. Ist halt die Frage, was ist Rhea, ne? Also was haben sie da versteckt? Also was, das werden wir gleich sehen. Ich bin gespannt. Diane? Oh, hey Joe, wie geht's? Gut, richtig gut. Ich habe ja eine Liste mit vielversprechenden Kandidaten, die wir besprechen könnten. Es sind etwa 40 Namen. Gute Arbeit. Wann können wir die Liste durchgehen? Also Diane... Kann ich ganz offen sein? Immer. Naja, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und... Also nach diesem Unfall da... Joe? Ich will mich bloß vergewissern, dass es wirklich Stellen gibt, die auf diese Leute warten. Mach dir bitte keine Sorgen. Wenn du qualifizierte Kandidaten für mich hast, habe ich Jobs, die ich ihnen anbieten kann. Gut zu hören. Wie sieht es Dienstagnachmittag aus? Um 3? Klar. Großartig. Dann bis bald. Bis später, Joe. Hoffentlich zahlt Typhon eine nette Abfindung. Oh, ein Drama. So, fangen wir oben an? Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Warte mal, das ist doch 5. Wir müssen unten anfangen. 24.04. Die älteste. 4., 5., 4. und so weiter. Aber wir müssen die jetzt trotzdem lesen, weil wir sie aufgemacht haben. Nicht, dass sie nachher dann weitergeleitet werden, nicht alle gelesen haben. Hey Diane,
Ich wollte Ihnen gratulieren zu Ihren Bemühungen in der Erweiterungskampagne von Heaven Springs. Ich habe gerade vom Start gehört und wir haben offiziell alle Inspektionen bestanden. Gönnen Sie sich etwas Champagner, Sie haben es sich verdient. Jetzt bleibt nur noch die Abstimmung. Ich höre Großartiges über Ihren Fortschritt mit den Stadtbewohnern. Das Frühlingsfest zu sponsoren war eine sehr nette Geste. Arbeiten Sie weiter so, wir sind auf der Zielgeraden. Dennis. Okay. Fang jetzt mal unten Wer an. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davon zu kommen so bürokratisch sein kann? Amt für Land und Ressourcen. Hallo Diane, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir ein Datum für die Inspektionen an Ihren zwei Förderstätten festgelegt haben. Bitte lesen Sie die Informationen unten gründlich durch. Ich werde Sie in ein paar Tagen anrufen, um die Details zu bestätigen. Stillgelegter Kohleschacht. Inspektion angesetzt für 30.04. Inspektionspunkte. Wir werden den stillgelegten Schacht betreten, um sicherzustellen, dass Typhon angemessene Vorsorgemaßnahmen getroffen hat, um das Land nach dem Einsturz zu stabilisieren und dass die gemessene Prozedur zur Schachtschließung befolgt wurde. Aktiver Uranschacht. Inspektion angesetzt für 3.05. Inspektionspunkte. Dies ist eine allgemeine Protokollinspektion. Bitte leiten Sie an diesem Tag den Betrieb wie üblich. Ich freue mich auf unser Treffen. Okay. Next. Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Hallo Diane, tut mir leid davon zu hören, dass Sie Probleme mit dem neuen Frachtführer haben. Ich habe mit einigen Leuten über die Reparatur der Bremsen gesprochen, aber angesichts der anstehenden Erweiterung habe ich beschlossen, dass es leichter ist, Ihnen einen neuen zu kaufen. Wir schicken Ihnen einen 789D-Frachtführer. Er sollte effizient genug sein, zwei Gruben umzuschlagen. Die Bad-Leute sagen, sie können ihn nächste Woche liefern. Alter, dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Hallo Diane, nach unserer Unterhaltung neulich habe ich es mir erlaubt, Ihre Bewerbung für unser Führungspersonaltraining zu beschleunigen. Wir bringen Ihre Einschulung voran, sobald Sie die Situation in Heaven unter Dach und Fach gebracht haben. Liebe Grüße, Lena. Was macht die denn? Ein Studium oder was soll das werden? Warum kann man das anklicken? Ich habe es mir erlaubt. Eine nette Art zu sagen, denk immer daran, dass ich dich in der Hand habe. Situation? Du meinst den Kerl, den du getötet hast? Ach so, das sind ihre Gedanken dazu. Warte mal. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davon zu kommen so bürokratisch sein kann? Das Timing ist einfach zu gut, als dass es wirklich ein Zufall sein könnte. Und ich dachte, die Arbeit in einem Tagebau wäre furchteinflößend. Das Timing ist einfach zu gut, als dass es wirklich ein Zufall... Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Moment. Heißt das, dass jemand bei Typhon echte menschliche Emotionen verspürt? Nee, kauf ich dir nicht ab. Alter, dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Ich habe sie gewarnt, Lena. Ich habe sie verflucht nochmal gewarnt. Rhea ging unbemerkt los, weil sie darauf bestanden. Rhea wurde verdeckt ausgelöst. An diesem Abend gab es eine zweite Explosion? Was hat Lena gesagt? Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Es war eine Ablenkung. Sie haben die Explosion, die Gabe getötet hat, ausgelöst, um eine andere zu verheimlichen. Deshalb konnten sie nicht warten. Wenn ich rausfinden kann, wo die Sprengung durchgeführt wurde, sagt mir das vielleicht, warum sie so wichtig war. Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Hier war das die, eine ne? Eine zweite Explosion? Das ist ja voll das Bond-Bösewicht-Niveau. Und jetzt? Jemand ist tot. Er hatte einen Namen und ein Leben und eine Freundin und eine Schwester. Ja, unangenehm, dass sie nicht mal beim Namen nennen. Sie haben besser einen Plan. Ich gehe nicht deswegen unter, zumindest nicht allein. Ach, jetzt droht sie ihr auch noch. Ich wette, in diesem Moment hat Diane beschlossen, Beweise auf den USB-Stick zu kopieren. Sicherheit. Ich verstehe, dass Sie aufgebracht und emotional wegen des tragischen, unvermeidbaren Unfalls heute Abend sind. Daher werde ich über dieses momentane Fehlurteil hinwegsehen. Ich rufe Sie morgen früh als erstes an, um zu besprechen, wie wir vorgehen. Ich schlage vor, Sie nutzen die Nacht, um sich zu beruhigen. Ja, heftig, Mann. Was müssen wir denn jetzt machen? Die Dateien müssen wir jetzt durchgucken, ne?
Mac war anscheinend nicht ohne Grund so paranoid. Es fühlt sich nicht richtig an, sich das anzusehen. Aber ich kann nicht wegsehen. Überwachung des Hauses der Zielperson begann um 9.30 Uhr. Zielperson blieb außer Sicht bis 13 Uhr, als er das Badezimmer benutzte. Zielperson verließ das Haus um 20 Uhr, wurde zur Apotheke und zurückverfolgt. Zielperson blieb für die restliche Überwachung im Haus. Zielperson blieb den ganzen Tag im Haus, empfing einen Besucher, identifiziert als ehemalige Freundin Riley Leed, die das Haus betrat und knapp eine Stunde blieb. Verhalten der Zielperson scheint konsistent mit Depressionen. Wen haben die denn da? Achso, die haben Mac haben die geguckt. Es fühlt sich nicht richtig an, sich das anzusehen. Aber ich kann nicht wegsehen. Zielperson wurde zur Trauerfeier verfolgt und dann zu Letes Blumen. Zielperson schritt mit Freundin und wurde dann bei der Unterhaltung mit einer Frau gesehen, die als Alex Chen identifiziert wurde. Unberechenbares Verhalten wurde beobachtet, doch die Zielperson schien sich nach einer Interaktion beruhigt zu haben. Fluchtrisiko besteht weiterhin. Fuck. Sie haben es gesehen? Ja, krasse Scheiße. Hier geht's um Raya. Aber hier steht nicht, wo es ist. Typhon Minengesellschaft, Förderstädter betrieb die Diane Jacobs. Sprengung, Codename Rhea, erwartete Ausbeute nicht zutreffend. Besatzung anwesend eine, Besatzung verletzt 0, falls ja, bitte erläutern. Vorbereitete Ladung 12, detonierte Ladung 12. Fehlzündung 0, Unterschrift ist unlesbar. Das ist exakt der Zeitpunkt der Explosion, die Gabe getötet hat. Der geplante Ertrag wurde leer gelassen. Keine Genehmigung? Das ist doch illegal, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Sonst bräuchte man ja keine Genehmigungen. Typhon Minengesellschaft, Sprengen, Bericht, Nummer, irgendwas. Förder, Berichtstatter, Sicherung, bla 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 bla. Geplanter Ertrag, 8 Tonnen. Codename Dion. Genehmigung vorhanden. Fehlzündung 0, 20 Detonationen, Unterschrift nicht lesbar. Benutzen eigentlich alle Firmen Superbösewicht-Codenamen? Oder nur die Bösen? Keine Anmerkungen. Man kann ja auch keinen Anruf dokumentieren, der nie geschehen sein soll. Right. Das ist Raya. Scheiße. Diese Karte ist zu klein, um zu sehen, wo es ist. Ich brauche eine Karte. So eine Karte. Das ist der Ort des Typhon-Mineneinsturzes von 2008. Warum würden sie eine Explosion in ihrer jetzigen Mine auslösen, um eine in ihrer alten zu verheimlichen? Gab es nicht gerade erst Inspektionen in der alten Stätte von Typhon? Sie haben nichts abgebaut. Sie haben etwas begraben wollen. Okay, das war, Aber Diane wollte erst verschieben. Sie verstrickt sich jetzt. Ja, sie wollte sich da rausreden. Das ist ja Wahnsinn. Was haben wir denn noch verpasst? Wartet mal, müssen wir mal gucken. Zurück, so, hier fängt's an. Alex hat Ryan gewählt, um Diane abzulenken. Das haben 62% auch gemacht. Alex hat Charlotte ihre Wut genommen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich ausgegangen, offensichtlich. Alex hat Diane wütend gemacht. Alex hat sich Sugar Pie Riot angehört. Ach nee, traurig gemacht, nicht wütend. Wütend waren weniger. Oh, Unkrautjäten. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das geht. Alex und Ethan gingen im Kampf nie K.O. Echt? Es sind Leute K.O. gegangen? Aber das ist bestimmt nur passiert, weil die auf einmal AFK mussten, weil es geklingelt hat oder so, oder nicht? Der Troll wurde im Kampf getötet, aber das ging auch. Der Troll hat die Bestechung angenommen. Der Troll wurde mit magischem Puder verzaubert. Okay, also den zu bestechen haben sehr wenig Leute gemacht, offensichtlich. Die Schlange wurde im Kampf erschlagen oder eingeschläfert. Okay, das ist sehr, sehr, sehr ausgeglichen tatsächlich. Steph ist aus der Wohnung gestürmt.